Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stardew Valley. Ich wollte schon wieder Life is Strange sagen. Natürlich, der Klassiker wie immer. Ja, ich bin also, übrigens auch wieder mit dabei, weil genau. Flo mich ja irgendwie nie vorstellt. Ja, hi, ich bin Betty und ich bin auch da. Die Geister fühlen sich heute neutral. Wir haben es genau gerade ganz schön spät. 5000 Gold. Wir haben es gerade ganz schön spät. YOLO. Der Kopf ist ein bisschen durcheinander heute. Das ja, irgendwie sein. Schon. Ja. Also, ich bin noch gar nicht müde oder so. Nein. Nee, bin ich nicht. Warum gehe ich? Ich gehe falsch. Schön. Zu. Warum sind einige Eier größer als die anderen? Weiß ich nicht. Großes Ach so, Ei. Großes Ei. Ei und kleines Ei. Lol. Da sind ja mehr als zwei. Dann bringt das große Ei, wenn man es verkauft, ja bestimmt auch mehr Geld. Ja. Oh, würde ich erstmal so behaupten. Eigentlich ist es echt gut, wenn du dauerhaft die Produktion am Laufen hältst. Na, das, was so Mayonnaise und sowas angeht, immer befüllen. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön für ins Ohr pusten. Oh, sorry. Das war gerade sehr angenehm. Das hat sich angefühlt wie eine Windbrise. Hat mich kurz an die Ostsee erinnert. Ja. Oh, ich war schon lange nicht mehr da. Ich auch nicht. So. Ich hab Bock auf die Mine. Nein. Nein. Was sagen die Geister? Sind neutral gesinnt. Also es ist okay. Ist halt eben neutrales Vorkommen. Oh, das Eierfest. Eierfest. Stimmt, da war ja was. Ja, aber lass uns noch. Wir haben ja bis 14 Uhr Zeit. Achso, ich wollte da jetzt eigentlich hin. Betty, ich kann nichts dafür, dass du so schnell bist. Ja, ich habe halt auch nur 4 Hühner und meine Felder müssen nicht gegossen werden. Ja, bald sind es noch mehr Hühner. Ich sollte mir ein paar neue Hühner holen. Ja, dafür brauchst du erstmal einen größeren Stall. Kann ich nicht mehr als 4? Ja, mehr kannst du nicht machen, nee. Oh, ich habe Kartoffelsaft. Cool. Kann ich da direkt die nächste Kartoffel reinpacken? Wie viel Zeit haben wir eigentlich für die Aufgabe? 9 Tage. Ja. Oh Gott, in 9 Tagen ist das nicht zu schaffen. Wenn das. Also das braucht halt scheinbar einen Tag und länger, bis das fertig ist. Ja. Deswegen, da habe ich auch halt falsch geschaut. Also ich meine, ich habe halt 2 Fässer, aber das eine ist halt noch am Gären. Rein theoretisch gesehen, ich wollte eigentlich die Kartoffeln nicht essen, okay. Rein theoretisch gesehen, wenn man das wirklich, also wenn man drauf aufpasst, dass das ordentlich wechselt, dann sollte das machbar sein. Aber dann müssen halt wirklich beide Fässer parallel arbeiten. Ich wäre jetzt fertig. Könnten gehen, wenn du möchtest. Ja, jetzt brauche ich kurz 2 Sekunden. So, das packen wir da rein. Ich pack mal nochmal kurz ein Ei in die Mayonnaise-Maschine. Und dann können wir los. Nein, ich will das Ei nicht essen. Ja, das habe ich auch die ganze Zeit denn gehabt. Ich denke mir so, Alter, nerv nicht. Ja. Dann gehen wir jetzt aufs Eierfest. Du hast schon ein Ei dabei. Hallöchen, Popöchen. Haben wir ein Banner? Banner. Pastellbanner, haben wir. Erledigt. Oh, es gibt Erdbeersaat. Pflanze sie im Frühling, wächst in 8 Tagen heran, kann aber danach mehrmals geerntet werden. Ja. Gib mir mal so 8. Saisonpflanze. Eine Zierpflanze, die sich jede Saison ändert. Sie benötigt kein Wasser. Aber das ist auch cool.
So, dann sagen wir allen einmal. Achso, das bist du. Ich wollte dir gerade sagen. So. Oh Gott. Ah. Penny, mit der reden wir auch. Hallo, Emily, hallo. Jodie, Louis, Mani. Muss man eigentlich mit denen reden? Ich weiß gar nicht. Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Ich weiß auch nicht. Wo ist Sebastian? Oh, da ist Sebastian. Hallo Sebastian. Weißt du was? Ich vermisse irgendwie den Winter. Es ist einfacher in gewisser Weise. Das stimmt. Denkst du, ich bin... Oh, oh. Ich wollte gerade Abigails Frage beantworten. Oh Mann. Es ist Zeit für das Highlight des heutigen Festivitäten, die jährliche Frühlingseiersuche. Ganz ruhig, Kinder. Ihr braucht eure Energie noch. Wenn ihr die meisten Eier findet... Oh, das haben wir schon mal... Ach, wir sind da schon in Jahr 2, ne? Ja. Ich würde gerade sagen, ja, das kennen wir doch. Nun denn, sind alle bereit? Nein. Lasst die Eiersuche beginnen. Jetzt müssen wir Eier finden. Eins. Zwei. Drei. Vier. Als ob du so viele findest, ey. Fünf. Ich bin blöd gelaufen. Sechs. Als ob du so viele findest, hat acht. Komm ich hier hinter? Vincent, gib mir deine Eier. Ich hab eins weniger als du, ich hab sieben. So ein, ich bin gerade so auf dem Weg zum achten gewesen. Stell dir mal vor, einfach so ein Kind einfach so weghauen, so, gib mir deine Eier. Wow, komm, schau dir die Eier an. Ey, eins mehr und wir hätten einen Unentschieden gehabt. Ja. Florian! Wuhu! Geil! Hier wieder ist dein Preis, viel Spaß! Oh, schon wieder. Nun, das war das Eierfest dieses Jahr. Ah, ich hab 1000 G bekommen, auch gut. Du hast 1000 G gekriegt? Ja, das ist dafür, nix. Dass du 8 Eier eingesammelt hast? Ja, das ist nix. Das ist ja ein Scherz. Ja. Ich habe ein neues Banner. Du gehst jetzt nicht schlafen, ne? Ich wollte schon sagen. Nein, ich wollte mein Banner aufhängen. Ich hab auch ein Banner. Ich hab 2 Banner von denen gekauft. Aber da gab's doch nur das Pastellbanner. Der muss an der Wand platziert werden. Ich ist noch eine Wand. Habe ich da hinten noch was frei? Ja, Tatsache. Ich kann hier hinten noch Dings anpflanzen. Aber ich gucke mir das mal morgen im Hellen, glaube ich, an, wie ich das hier anpflanze. Ich glaube, damit fühle ich mich wohl, ja. Guck mal, hier haben wir jetzt was Schönes Neues hier. Was haben wir dann? Ein Schwan habe ich mir auch noch geholt. Ich habe mir auf jeden Fall Erdbeersaaten gekauft. Ich auch. Darf ich fragen, ob wir ins Bett gehen oder bist du mir dann böse? Ja, wir können. Okay. Ins Bett gehen. Oh, was? Oh. Passiert. Der Hof nur 250.000? Krass. Bitte was? Krass. Wo ist das ganze Geld hin? Warum ist da wohl nichts mehr da? Das geht Tag alles in den Frühling. Wir haben die Hälfte des Frühlings jetzt. Neuer Erfolg, Heimstätter, 250.000. Oh, krasse Sache, ey. Teils wirklich mit leichter Brise erwartet eine Menge Pollen. Wahrsager. Die Geister sind heute höchst unzufrieden, also auf jeden Fall nicht in die Mine. Wir haben Kartoffelpuffer gelernt. Also ich weiß, wie man Kartoffelpuffer bereits macht. So, kann ich hier irgendwas abernten? Erstmal meine Mayo.
keine Blumenkohl abernten. Das ist richtig gut, weil dann kann ich da den Dings hinsetzen. Den was, Betty? Die Erdbeeren. Ich sag voll auf Dings und vergesse dann zu erklären, was ich meine. Kann das sein? Och, nein. Mir fällt das gerade auf, weil du nämlich gerade so nachgefragt hast, den was denn? So, ich stell mir so, hä? Na, den Dings halt, aber ich sollte vielleicht auch dann erwähnen, was ich meine. Ergeben die großen Eier mehr Mayonnaise? Nein. Das ist ja dann voll Betrug. Ja. Ergeben Eier einer höheren Qualität eine bessere Mayonnaise? Ich glaub schon. Das ja. Weißt du, Robin? Ich hab's nicht verstanden. Achso, Robin ist mit meinem Dings fertig, oder was? Ich finde das wirklich eine betrügerische Ausbeute, dass die großen Eier nicht mehr bringen. Ach so? Ich weiß nicht, was man damit machen kann. Das wüsste ich jetzt nicht so. Ja, mein Hühnerstall ist fertig. Sehr schön. Ich verkaufe jetzt einfach mal ein paar Steine. Ist mir egal. Ich brauche Geld. Die Knochen, mit den Knochenfragmenten kann man eigentlich auch nichts mehr anfangen. So, das behalten wir, das behalten wir. Was ist das? Iridiumerz. Ach ja, stimmt, ich habe ja Iridiumerz. Gib mir davon mal zwei. Miesmuschel, ein gewöhnliches, zweischaliges Weich, das in den Gruppen lebt. Kann ich wahrscheinlich auch verkaufen. Wer braucht es schon? Wer braucht es alles schon? Ich nicht. Weg, 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 weg. Die nicht weg. Ich könnte mir noch Hühner. Ich geh jetzt einfach mal runter und gucken, ob ich mir nicht vielleicht trotzdem Hühner holen kann. Oder ob der wirklich erst dafür vergrößert werden muss. Weil so zwei Hühner mehr wären schon cool. Und dann sollte ich vielleicht langsam mal auf einen Kuhstall sparen. Hi! Tiere kaufen. Ein Huhn. Okay, kann ich nicht. Ich brauche einen größeren Hühnerstall. Doch, kannst du, aber bei mir, aber geht nicht. Nee, das will ich nicht. Deine Ställe sind deine Ställe, meine Ställe sind meine Ställe. Hey, ich möchte ein Tier kaufen, und zwar eine Ente, 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 Ente. Ente, 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 Ente. Ganz. So, wie soll sie ist heißen? Das nicht richtig, nicht richtig dumm, das mit einem Holzzaun zu machen, wenn der Holzzaun eh alle 5 Minuten gefühlt kaputt geht? Ja. Aber so, es sieht halt idyllischer aus. Die Ente so, heißt dann jetzt ernsthaft Anni. Ja. Oh Mann, Flo. Was denn? So, wie soll sie noch heißen? Hühnerstall. 6000 Gold, 350 Holz und 150 Stein. Also ich habe jetzt zwei Ed gekauft. Eine heißt Anni und eine heißt mit Süß-Sauer. Silo Mühle. Ermöglicht es Weizen, Rüben und Reis zu malen. 2500 Gold, Holz, Stein und Stoff. Manchmal finde ich mich einfach zu lustig. Ja.
Ein leeres Gebäude, füll es mit was auch immer du willst. Der Innenraum kann eingerichtet werden. Schuppen. Fischteich. Seetang, Grünalge. Pferdestall. Möglich ist, ein Pferd zu halten und zu reiten. Pferd inklusive. Ja. Schleimstall. Züchte bis zu 20 Schleime. Fülle die Wassertroge und die Schleime werden Schleimbälle produzieren. Großer Hühnerstall. 10.000 Gold, 400 Holz. Luxushühnerstall. Wirf Gegenstände hinein, um sie über Nacht zu verkaufen. Ich wüsste jetzt halt trotzdem nur gerne, wo man halt Stoff herkriegt, damit man eine Mühle bauen kann. Weil ich war noch so, ja, Mühle herstellen, Digga. Ja, moin, das Ding musst du einfach bauen. Ja, natürlich. Was hast du denn gedacht? Dass du es halt einfach regulär herstellen kannst. Nein. Ich habe gedacht, das ist so eine kleine süße Mühle, die du irgendwo in die Ecke stellst und damit malst du dann Reis. Ich habe nicht gedacht, dass es so ein fettes Vieh ist. Bin ich nicht von ausgegangen. So. Ich mache das jetzt alles hier ein bisschen anders. Warte mal, was habe ich dafür gebraucht? Eine Eisenbahn für 10 Eisenzäune. Und die Holzzäune gehen halt eben früher oder später kaputt, ne? Hartholzzaun, ja. Hält der länger als normaler Holzzaun? Würde ich jetzt nicht sagen. Also bringt mir das auch nichts. Man könnte aber auch einfach einen Steinzaun bauen, aber ich finde, ein Steinzaun sieht hässlich aus. Eigentlich würde ich halt schon ganz gerne einen Holzzaun nehmen. Also ich würde auf jeden Fall, glaube ich, ganz gerne meine Felder nach unten verlegen. Mhm. Kann man irgendwie den Teich wegmachen? Nee, das geht nicht. Nicht? Nein. Du kannst dir einen hässlichen Fischerteich bauen, kannst aber nicht den vorhergegangenen Teich irgendwie wegmachen. Kann man nicht, nee. Das ist ja so lame. Mich nervt der Teich da nämlich. Ich bin manchmal noch so ein bisschen verwirrt von der Mechanik, weil ich halt ganz viel Minecraft in meinem Leben gespielt habe und gucke so oft nach oben auf diese Anzeige und schaue, ob meine Dings Schaden nehmen. Die Werkzeuge und sowas, wenn ich neue bauen muss. Aber ich muss es halt nicht. Das ist so dämlich. Achso, danke, ja. Ja, doch, war ich. Danke. Ja. Wie viel konzentriert bin? Ja, ich bin halt. Das ist ja Betrug. Das ist was? Betrug. Mein Holz backt hinter dem Zaun oben fest und ich kann es mir nicht ins Inventar holen. Es ist out of frame gefallen. Emily, wer ist nochmal Emily? Die Blauhaarige? Achso, ja. Mir ist einfach gerade mein Holz out of frame gefallen. Ich glaube, ich würde ganz gerne hier unten die Felder anlegen. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe. Abzäunen. Und dann nach oben hin dann die ganzen Dings setzen, ne? So ein paar kleine Wege und Ställe und so.
Ich glaube, ich würde es cooler finden. Ich glaube, ich würde es cooler finden, wenn das hier unten wäre. Das wäre, glaube ich, echt chillig. Ich habe Wein hergestellt. Cool. Wein, Weintraube. Ach, echt. So. Das kommt da mit rein. 600, ey, wow. Das kommt da mit hin. Ich sollte noch ein paar neue Sprinkler bauen. Wie baut man die denn nochmal? Ich brauche Forellen, Barsch für eine Pizza. Git. Eisen, Gold und verfeinerter Quarz. Eisen, Gold und verfeinerter Quarz. Umwandeln. Ein Eisen, zwei Eisenbahnen zu einem Gold. Okay. Ja, weiß nicht. Jetzt muss ich halt wieder so regulären Quarz brennen, damit ich wieder verfeinerten Quarz krieg, wa? Ja, das ist manchmal echt so ein Graus, muss ich sagen. Ich habe keine Kohle mehr, hör mal auf. Wie kann das denn passieren, dass ich mit... Okay, haben wir halt einen Kohlebrennofen. Ich hab den Unterschied gesehen. Haben wir Holz. Dann kann das erstmal wieder weg. Ich pack die erstmal damit rein. Dann stellen wir jetzt die Kohlebrennofen mit und dann brennen halt Kohle, mir doch egal. Ey, du kannst auch wirklich echt nicht genug davon haben, ne? Von all dem Zeug nicht. Von was jetzt? Kohle, so, ja. Holz und so. Das geht alles teilweise wieder so schnell leer. Ja. Ich will doch nur Quarz brennen. Damit ich verfeinerten Quarz habe, damit ich mehr Sprenkler habe. Ja, ich weiß, dass ich müde bin. Aber wir haben schließlich bis 2 Uhr Zeit. Ja, haben wir. Böse, 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 böse. Ach, irgendwann können wir uns einen Schuppen kaufen. Und dann können wir das da alles da reinmachen. Die ganzen Geräte und so? Ja. Oh, das ist smart. Normalerweise kannst du auch im Hühnerstall die Eierpresse reinmachen. Das habe ich ja auch drin, ne? Das ist cool. Das ist wirklich ja. Cool. Okay. Ich bin gar nicht so weit. Ich warte nur darauf, dass die Kohle fertig wird. Ja, ist gut. Ich hätte es ja nicht. Was soll das denn jetzt heißen, ne? So. Das soll heißen, dass du irgendwie hetzt. Ich hetze auch nicht. So, gut's Nächtle. Gut's Nächtle. So, wie viel haben wir? Ja, wieder 5000, auch schön. Das mag ich gerne sehen. 2043. Ja. Super. Okay, wir sind durch dann mit der Folge. War's das auf jeden Fall. Wir haben mal wieder eine Woche geschafft. Anstatt jetzt 3. Oder 2. Na dann. Ja, und dann sieht man sich in einer weiteren Folge und Aufnahmesession oder sonst irgendwas wieder. Bis dahin sagen wir beide ciao, ciao.